Lassen Sie mich raten. Sie haben eine Darmerkrankung. Ach, Mann, ja. Ist das so furchtbar? Ja. Es steht aber auch hier drin. Blutige Diarrhoe, Flatus, Schmerzen, Sulfasalazin hat aber nicht geholfen. Nein, und dann habe ich... Anschließend Steroideinläufe, orale Corticosteroide, 5 ASA, 6 Purinetol. Ich bin beeindruckt. Von meiner medizinischen Vorgeschichte? Von der Ausführlichkeit Ihres letzten Arztes. Es ist eine Sache, jede Stunde aufs Klo zu müssen, aber wenn sich die Kinder auf meinen Schoß setzen, dann... Ich wurde nach Hause geschickt. Können Sie mir nicht wieder 5 ASA verschreiben? Vielleicht wirkt's jetzt. Sicher nicht. Ich gebe Ihnen ein Rezept. Das Mittel ist billig, was gut ist, denn Ihre Versicherung wird es nicht bezahlen. Zogaritis? Zigaretten. 2-mal täglich eine, nicht mehr und nicht weniger. Studien haben gezeigt, dass Zigarettenrauchen eine wirksame Methode ist, Darmerkrankungen in den Griff zu kriegen. Dazu kommt, dass Sie damit 30% cooler aussehen. Verscheißern Sie mich? Was das coole Aussehen angeht, ja. Der Rest stimmt. Ist das nicht gefährlich und suchterzeugend? So ziemlich alle Drogen, die ich verschreibe, sind gefährlich und suchterzeugend. Der Vorteil von dieser ist, sie ist absolut legal. Fröhliche Weihnachten.